Ein gesegnetes herzlich Willkommen und auch ein gnadenvolles Hallo zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, ich habe mit Dandolo die Krypta gereinigt, den Inubis, diesen lustigen Spruch, den haben wir noch nicht angetroffen. Und in Vino Veritas sagt er ja irgendwie bei den hohen Bergen, also nicht hohe Berge, doch hier eventuell könnte ein schwarzer Troll sein, respektive auch diese Aloe, die Sonnenaloe, richtig, ja genau richtig. Danke, in Vino Veritas. Da fällt mir da übrigens ein, ich halte es nicht so mit Weihnachten, denn ich tue lieber den Weihnachten. So war das, richtig, in Vino Veritas. An dieser Stelle, Grüße gehen rein und raus. Quatsch, nein, der Wein geht rein und Grüße gehen raus. Wobei ich mich frage, wenn der in Vino Veritas, in Wein liegt die Wahrheit, diesen Namen ausgewählt hat, dann könnte doch ein bisschen Wahrheit an seinem Namen sein. So, jetzt bin ich natürlich hier ganz böse in der falsche Richtung gefetzt, weil ich wollte nämlich zum Dandolo zurück. Der befindet sich nämlich wieder in seinem Kontrollpunkt und war irgendwo hier bei den Schäfern. Da ist er ja schon, der Dandolo. Und wir werden Dandolo sagen, komm mit. Jo. Komm mit. Auf geht's. Weil ich ganz gerne mit dem Dandolo doch die Bergertrollen. Ah, ich habe wieder in Extremo gehört. Ja, Herr Mannelig, da geht's um Bergtrolle und um eine schöne, hübsche Frau. Und ja, da hinten sind nämlich zwei Trolle, die ich ja ganz gerne mit ihm versuchen möchte zu eliminieren. Vielleicht gibt es ja richtig schöne große Fälle. Man weiß es nicht. So, wir gucken links unten und sehen, oh, wir brauchen unbedingt was zu trinken. Sonst ist schlecht. Okay, vielleicht noch ein bisschen feste Nahrung zu uns nehmen. Am besten gleich zwei. So, jetzt ist die kleine schwarze 2-Pixel-Lücke gefüllt und abspeichern. So, Dandolo. Also, mir ist aufgefallen, wenn ich dem Kampfverhalten auf defensiv stelle, dann ist es so, sobald mich irgendein Gegner hittet, also trifft, dann kommt er nämlich auch in Aktion oder erst dann in Aktion. Und wir werden ihn mal auf offensiv stellen. Mal gucken, ob er dann auch ein bisschen cleverer ist. Oh mein Gott, ey. Schaut euch das mal an. Hier nur fahren. Da hinten sind ja dann auch die Trolle. Jetzt sollte ich das so machen, damit Dandolo auf jeden Fall sicherlichst eingreift, wenn ich den Troll erstmal treffe. So mit ein bisschen mit so, wie heißt das hier gleich nochmal? Zahnstocher? So ist Troll. Ich glaube, da werde ich. Ja. So, und tschüss. Und bitte ganz schnell. So, und jetzt können wir mal gucken. Während Dandolo mit dem Troll beschäftigt ist. Wie bitte? Das habe ich doch noch nicht mal hingekriegt. Ich hätte das nämlich off-screen nämlich versucht. Nee, oder? Habe ich doch aufgenommen. Oh, was ist das denn hier, Dandolo? Wie kommt denn das, dass du den Troll hier einfach so erledigst? Was haben wir denn hier? Trollfell und ein Trollhauer. Lecker. Knusprigen Snack. Sehr gut für die Zähne. Ja, das ist doch toll. Speichern. Ja, dann können wir das ja mit dem zweiten auch so machen, Dandolo. Ich geh mal hin, ne, und guck mal ganz genau auf sein offensives Kampfverhalten. Ich werde den Troll jetzt mal nicht an. So, der warnt jetzt. Aber Dandolo will nicht. Ja, jetzt ist der Dandolo dran. Jetzt muss ich auf jeden Fall hier mal den Troll ablenken, damit. Ach ne, er hat ja schon seine Bartaxt geholt. Ich will auch mal was machen, nicht Dandolo hauen. Ah, der Troll noch mal eben kurz hochgeguckt. Ja, Dandolo, du bist gut, weißt du das? Das macht Spaß, das macht kalte Füße. Nein, hier ist es schön warm bei mir. Wenn wir mal gucken, vielleicht gibt's. Ach ja, ich hatte ja vorher alles abgegrast, natürlich, das habe ich doch gezeigt. Es waren nur hier die beiden
Trolle zu erledigen. 500 Erfahrungspunkte für einen Troll, das ist ja wohl magisch. Das heißt also, wie viel sieht es denn bei uns gesamt aus? 238.580, ja, da haben wir noch ein bisschen Holz vor uns. Jep, jep, jep. Jetzt, während wir hier so ein bisschen sinnieren, bei dem guten alten Weinhauer hier, Grom, dem Holzhauer, gucken wir doch mal in das Logbuch. Und zwar, ich habe mich natürlich offscreen auch ein bisschen beschäftigt, so ist es ja nicht. Orks auf den Bauernhöfen, da gibt es Lobhard, Akil, Sekob und Bengar. Ich habe Bengar aufgesucht. Ich habe Sekob aufgesucht, und ich habe Akils Hof aufgesucht, also die Flüchtlinge, die sich in irgendwelchen Höhlen befinden. Jetzt ist es so, jetzt fehlt mir natürlich noch, wie hieß der nochmal, der irgendwas mit Lobart, genau richtig, Lobart. Und soweit ich mich erinnern kann, ist Lobarts Hof in der Nähe von Xardas Turm, also vom Originalspiel her gesehen. Das ist ja auch, wenn der Gothic 2 Nacht des Raben spielst, dann ist das eigentlich der erste Hof, wenn du den Weg runterkommst auf der rechten Seite, da ist eine Innerstatue davor. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, wie kommen denn Dandolo und ich am schnellsten dahin? Guck mal erstmal auf die Karte. Und ja, das ist natürlich ein ganz schönes Stück dahin. Dann gucken wir mal, wie wir am besten dahin kommen. Ja, wir sind jetzt hier am Schwarzen Turm. Tolle Nummer. Oh ja. Pass mal auf, Dandolo. Ich schick dich mal zum Leuchtturm. Na, warte auf mich. Flüchtlingslager im Norden, das ist zu weit weg. Leuchtturm. Ja. Warte. Genau, dann geht er dahin. Dann werde ich mich zum Leuchtturm hochbeamen. Danke Nummer 1. Und schauen wir mal. Weil, jetzt sind wir natürlich an dieser Seite. Wenn wir jetzt runtergehen, kommen wir zum ersten Tor. Aber ich muss genau auf die andere Seite. Also ganz unterhalb vom, ja, hier von Corines, ne? Also von dem anderen Tor. Da war ich ja noch gar nicht. Ach, übrigens, warte auf mich. Warte auf mich am Leuchtturm. Das hat noch nicht geklappt. Das heißt, ach ja, an der Stelle nochmal, genau, wenn ich hier Alrik sehe, Gritta habe ich immer noch nicht rausgekriegt. Habe es öfter versucht, habe sie öfter hier hergeführt. Sollte nochmal mit Alrik reden. Da gibt es aber leider nichts alles klar mehr. Ja, mach's gut. Wir sehen uns. Genau, und Gritta ist ja nicht hier. Das war nämlich ein Kommentar von Admiral Tolwin. An der Stelle auch mal danke für deine Vorschläge. Grüße gehen herzlichst raus. Ja, bis der Dandolo. Der ist ja aber auch nicht dort. Der ist ja immer da irgendwo am Anfang vom Leuchtturm. Muss ich war. Ich will mal gucken. Bis mittags. Vielleicht ist er dann da. Vielleicht braucht er wirklich ein bisschen Zeit, zu Fuß zu gehen. So, bis mittags. Ja, das sieht gut aus. Junge, Junge. Glaub ich sie ja. Pass auf, dann Solo. Da komm mal mit. Oh ja, ich mache immer mit der rechten Maustaste, mache ich immer die Ende-Geschichten. Also. Ende der Diskussion oder die Truhen schließen, je nachdem. Ich speichere mal ab. Jetzt ist es ja so. Wir gehen erstmal wieder runter zum Tor von Orinis, also zum Mauern, zur Mauer da hinten. Und werden genug Abstand nehmen, weil ich weiß nicht, ob es da noch wieder Torwächter hat. Orksche. Oh, ein Frosch im Hals. So wie es aussieht, haben wir hier keine Torwächter mehr. Nur da hinten irgendwo, ne? Und dann geht es ja hier oben hoch.
Und ich möchte aber auf die andere Seite, also zum anderen Tor hitten, damit ich in die Richtung komme, wo ich Lobards Hof finde. Genau richtig. Also wir werden mal hier reinjumpen und werden mal hier gucken in dem Graben, in dem Burggraben. Werden wir uns mal durchgraben. Du verfolgst uns noch, ja. Das ist gut. Wir werden uns immer schön rechts halten. Ich weiß nicht, was passiert. Hier unten waren wir ja schon. Da haben wir alles weggemetzelt. Warge und... naja, und ein paar Wölfchen waren da auch. So, noch da. Er ist noch da. Ich muss mal hier rechts halten. Und hier gibt es schon mal die erste Klippe. Ja, die kann Dandolo gut umklippen. Indem wir mal hochklettern. Dandolo, komm. Da brauchst du hier noch Louis Tränkerkurse. Ah, oh ja. Hoffentlich sind wir... Ach Gottchen. Mhm. Wir müssen hier, glaube ich, runter. Gucken wir mal eben auf der Karte, wie weit... Ja, da sind wir ja gar nicht weit entfernt. Also Dandolo, traust du dich hier runter zu springen? Ich glaube, wir machen das mal hier hin. Zack. Oh, wunderbar. Und hier gibt es ja noch ein paar Sachen. Eine Säge. Einen silbernen Ring, einen Schürhaken. Und ein Hammer. Und sonst nichts. Kann das sein, dass wir hier ein bisschen was verpasst haben. Vielleicht gibt es hier wieder ganz... Vielleicht steckt ja hier noch irgendwie eine Heilpflanze. Okay. Nur ein paar Heilpflanzen. Ja, so weit bekloppt es aber auch. Ist übrigens mein Standardspruch, mein Lieblingsspruch. Wohl in vielen Folgen zu hören. Ja, okay, weiter geht's. Ohne, dass wir jetzt hier nicht noch irgendwas hier sehen. Ah, okay, das waren die Dinger. Und jetzt bin ich gespannt. Ich kann mir natürlich vorstellen, und ihr wisst das bestimmt auch, dass dort hinten am Tor auch Orks sind. Aber da oben sind schon Minecrawler. Dandolo, pass mal auf. Wir machen mal ein defensives Kampfverhalten. Das heißt also, du rennst mir hier nicht irgendwie ins Tor rein, falls wir... Bin ich jetzt hier richtig? Oder was? Oder wie? Jetzt laufe ich... Moment. Jetzt habe ich mich völlig verfranst. Nein. Ja. Alles klar. Also, sorry. Ich habe mich ein bisschen verfranst. Ja, genau richtig. Da hinten sind nämlich... So, fette Teile. So. Oh Mann. Ja, hier gibt es noch ein bisschen Sachen. Musste man damals für Konstantino ganzen Heilpflanzen sammeln. Im Originalspül. So, und da hinten ist auch schon das Fallteil. Was? Ich habe gesagt defensiv. Mal speichern wir mal eben kurz. Wäre natürlich cool, wenn wir hier ganz... smooth hier hochklettern könnten mit Dandolo zusammen. Ich mal gucken, machst du das? Dandolo, komm. Soll ich dir die Hand reichen oder was? Nein, das ist doch wieder Mist. Okay, er bleibt dann noch. Kann ich mal hier die zweite Riesenratte looten? Nee, Dandolo will wohl nicht. Ich möchte nicht, dass wir den beiden Orks da in die Hände fallen, fühlen, fällern. Mann. Also scheint das hier für ihn nicht überwindbar zu sein. So, Dandolo, komm. Hör mal auf, rumzuzappeln. Wir sind hier nicht hier. Oh, Mann. So, eben gespeichert. Dann müssen wir halt eben den sauren Apfel beißen und uns entdecken lassen und ganz schnell wegrennen. Aber wenn Dandolo da reinfetzt, das ist nicht gut. Oh, rüstiges Schwert, deswegen müssen wir hier auf leisen sollen. Oder auch. Ah, da sind bestimmt welche. Ich werde mal kurz gucken. Okay, nee. Da, Torwächter, sag ich doch, Torwächter. Ah, was scheuert das jetzt auch. Ich mache dich fertig. Ja, okay. Okay. Dandolo ist schon ein bisschen... Ja. Es wird natürlich jetzt ein bisschen, ne? Jetzt ein bisschen hakelig. Dandolo hat seine Bartaxt oder seine Schlachtaxt gezogen. Der Torwächter, die kommen ja gar nicht über die Dings rüber hier, über die
Über die Ketten. Ja, das ist wieder die Gothic Annie. Ich mach dich fertig, Mora. Okay, gut. Oh, da ist einer sogar noch am Mann. Ah, Dandolo ist am Stoppen. So ein Scheiß. Ich hab wieder verpasst. Wieder verpasst. Warum ist der Dandolo hier wieder am... Ja, da ist noch ein Fehler drin, finde ich, bei Dandolo. Aber trotzdem habe ich mich ein bisschen verteidigen können. Dandolo, du bist auch nicht ansprechbar. Das heißt, wir speichern eine Runde. Das hätte ich jetzt hiermit gemacht. Und dann wollen wir mal die ganze Sache wieder einladen, weil... Moment mal, ist jetzt Dandolo... Er bewegt sich zwar, aber... Gucken. Nee. Und jetzt laden wir den gleichen Speicherstand wieder ein. Werde ich mal die Pause-Taste mal loslassen und gucken, damit man das auch sehen kann, dass dann der Dandolo wieder aus seinem Hänger rauskommen sollte. Das hat doch in der Krypta funktioniert. Wieso kryptert die hier nicht? Oh. Ah doch, alles klar. Okay, oder so. Also, wie schon gesagt, das ist, da haben wir mal Glück gehabt hier. Wow. Das ist gut. Gleich nochmal speichern. Dandolo, ich hoffe, du bist okay. Ja, okay, auf jeden Fall ist er wieder lebendig. Das heißt also, wir haben die beiden Torwächter hier schon mal weggeknallt. Dann werden wir trotzdem hier mal uns nicht lange... Ach, die standen sogar außen. Da ist es ja eh verschlossen. Was? Hier oben sind ja so genau ein paar Feldräubertjes. Kommt's. Schon wieder so ein Mistvieh. Ja, genau, schon wieder so ein Mistvieh. Ich kümmere mich mal um das Mistvieh. Oh! Und hinter mir ist auch noch. Okay, mach mal weg die Teile. Ja. Das Wölfchen noch. Und noch ein wilder Wolf, Tatsache. Drei Stückchen. Und zwei Feldräuber. Denn hier betreten wir einen Pfad, den wir noch nie betreten haben. Seit der neuesten Version Odyssey 2.6. Und da wird uns sehr viel entgegenkommen. Da werde ich auf jeden Fall erstmal was trinken, essen, mampfen, schlucken. Und speichern natürlich. Es kommt natürlich auch vor, und das gebe ich zu, dass ich auch mal ab und zu in die Komplettlösung gucke. Weil ja hier oben ist ja Lobards Hof. Denke ich mal, vermute ich mal, war doch hier. Nur, die Leute finde ich da nicht, da sind ja die bösen Örkchens. In der Komplettlösung stand nämlich, dass diese Leute von Lobards Hof von ganz vielen nein, Blutfliegen umzingelt sind. Nee, komm. Ja. Okay. Ich wollte weiter sagen. Okay, das ist jetzt die defensive Haltung von Dandolo. Also, dass die in der Nähe der Stadtmauer in einer versteckten Höhle sind, um jetzt meinen Satz zu vervollständigen, was die Leute von Lobards Hof angeht. Also auch mit... Oh Mann, wundert mich, dass er mich nicht trifft. So, das wäre also jetzt nicht hier in der Richtung, sondern... Es gibt eine Höhle und die ist wirklich ganz versteckt. Und die habe ich, glaube ich, auch nur in meinem Gothic, in meiner Gothic 2 Laufbahn noch nur einmal besucht. Das muss auch hier dann hier sein. Nein. Hä? Dandolo, schau mal, da hinten sind Schnäppe. Bin ich doch hier falsch. Irgendwo musste ich rum. Na? So, machen wir hier mal den Schnäppe auch mal hier. Okay, kaputt. Ich muss gleich nochmal auf die Karte gucken. Nachdem ich hier die ganzen Snappers hier gelootet habe. Ich weiß, irgendwo ging das so rechts rum oder so. Also gucken wir nochmal nach. Also und zwar ist es genau gegenüber vom Schiff. Ach so, ich muss noch hier weiter lang. Also, zack. Moment. Mal gucken.
Das ist falsch. Ich muss genau hinter diesen Felsen da, also wo der Pfeil ist, links dahinter, genau parallel. Also hier würden die drin stecken. Die Lobarts-Leute. Ja. So, das heißt also, ich muss hier rum. Bestimmt irgendwie hier rum. Krieg meine Buddel rum. Aber hier gibt es noch ein paar Tierchen, die mal irgendwie noch ganz lustig. Ja, Wölfchen kommen. Oh, wir sind nicht mal gerade unwenig. Ja, es gibt halt eben Erfahrungspoints. Auf sie! Ja, okay. Auch schön. Ja, ein Zeichen dafür, dass wir hier noch nicht da waren, ne? Ja, dann Dolo. Und Wilder Wolf und Wolf. Und tu doch mal. Ja, Winterwolf. Wilder Winterwolf. Aus Wolfsfällen lässt sich bestimmt einen schönen Wintermantel nicht machen. Nicht zu okay. Holen. Wollen wir aber nicht weiter mehr die Zeit verlieren. Map. Komm. Okay, ich muss wieder in die Richtung rum. Ich dann Schattenläufer oder was? Ja, es ist ein Schattenläufer. Bin ich denn hier in der richtigen Richtung? Ja. Das kommt hin, das kommt hin. Dandolo, da hinten ist ein Schattenläufer. Na, den wollen wir mal eben machen. Immer eben ist gut. Ja, komm. Gucken wir mal. Du packst ihn doch sowieso. Ja. Okay, ein bisschen angenatzt. Sag mal. Oh. Also ich bin echt noch so ein bisschen geframed davon, dass mir Schattenläufer in meiner Karriere ein bisschen zu schwierig waren. Gut, okay, ich spiele hier diese Version auch normal. Ach, was soll's, nehmen wir die Blutfliegen auch noch mit hier. Diesmal ziemlich viel, ja, mein Gott. Schon wieder so ein Mistvieh. Ja, schau mal diese vielen Mistviecher hier an. Guck sie mir an hier, das ist ja ein richtiger Schwarm. Hohoho. Voll im Schwarm. Und noch einer, ja. Oh, hier werde ich jetzt erstmal offline mal looten. So, alle Blutfliegen erstmal geplündert, gelootet und jetzt geht's weiter rum. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Ja, hier müsste es so eine Senke geben. Exactement. Aber, ah, da hinten ist noch was. Das finde ich, das könnte noch rückgängig sein. Das müsste irgendwie ein Gobbo-Lager sein. Müsste ein Gobbo-Lager sein. Aber, na, nicht in, auf den Arsch gucken hier von Dandolo. Genau, hier. Hier muss auch ganz am Ende ein Feuerball liegen. Nehmen Pfeile. Es ist immer herrlich. Heute bin ich richtig gut drauf. Die Version bzw. diese Folge wird jetzt, ich meine, am Freitag, den, ich guck mal eben, genau richtig, am Freitag, den 10. Januar, 18 Uhr laufen, freigeschaltet werden. Deswegen, ich produziere mal ein bisschen vor und bitte nicht böse sein, wenn ich eure Kommentare erst verspätet, so nach 3 Folgen. Beantworte oder hier erwähne. Ich finde es trotzdem aber sehr schön, dass ihr mir helft. Und so sollte auch Anni sein. Und ja, gucken wir mal, was hier noch ist. Doch, ich bin hier richtig. Ich höre Wölfe. I can hear wolves. Doch, ich bin hier richtig. War das überhaupt? Dunkelpilz? Heilpflanze? An die kann ich mich gar nicht erinnern. Aber es geht weiter. Ich meine, das muss hier gewesen sein. Das sieht aber echt nach sackenden Gassen aus hier. Bitte, lass hier eine Höhle sein. Aha. Ja. Aha, schaut mal, hier hat jemand schon mal seinen Packwagen hingestellt. Das ist ein gutes Indiz, dass hier Loberts Leute drin sein müssten. Und rein. Sorry, das hackelt ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. Hier ist ein Feuerchen. Und hier sind ein paar kaputte Fässerchen. Mein Gott, was eine Unordnung. Und Dandolo ist mal wieder irgendwo. Hey! Wo bin ich? Ah, da bist du. Komm mal mit hier. Nicht, dass ich wieder zur Varaninsel rüberhüppen muss. So, jetzt komm mal hier mit. Genau, okay, er hat den Eingang mit mir gefunden. So, ich kann nur hoffen, dass jetzt hier ein paar Peoples rumsitzen. Jawohl. Hey, Fremder, was willst du hier? Ich wollte... Bist wohl auch auf der Flucht, was? Na, dann setz dich mal zu uns ans Feuer und iss einen Happen.
Nette Begrüßung. Erstmal ein Brot gekriegt. Ey, coole Sache das. Wie ist die Lage? Wie soll sie schon sein? Wir können auch froh sein, dass wir überhaupt am Leben geblieben sind. Ich hoffe nur, dass die Orks diese Höhle nicht entdecken werden. Ja, das ist natürlich... Alles klar? Alles klar? Nichts ist klar. Ich habe keine Lust, in dieser Höhle zu vergammeln. Aber solange die Orks da draußen herumlaufen, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Ja, Marlet. Okay. Das finde ich ja nett. Wollen wir uns an die Höhle ans Feuer setzen? Da ist unser Lobart. Hey. Aha, noch ein Flüchtling. Mir ist, als hätte ich dein Gesicht schon mal gesehen. Das kommt hin. Lobart, na, mich müsstest du aber noch kennen. Ich bin Roland, Bospas Sohn. Richtig, jetzt erkenne ich dich. Aber was machst du denn hier? Ich denke, du bist auf Athanos. Gewesen. Ich bin mit einem Kriegsschiff des Königs nach Korinnes gekommen. Auf jeden Fall gut, dass du da bist. Du kommst genau im richtigen Moment. Hier ist die Hölle los. Ich glaube, hier ist hier die Höhle los. Was ist hier eigentlich passiert? Die Orks haben Korinnes eingenommen. Die Bewohner befinden sich alle auf der Flucht. Hat es größere Kämpfe gegeben? Nein, der Angriff kam völlig überraschend. Die Orkflotte hat die Miliz vollkommen überrumpelt. Lord André hat schnell eingesehen, dass die Stadt nicht mehr zu retten ist und gab den Befehl, sich zurückzuziehen. So haben es mir zumindest ein paar Flüchtlinge aus der Stadt erzählt. Sie fühlten sich aber hier nicht sicher. Sie wollten auf Umwegen Onas Farm erreichen. Hoffentlich haben sie es geschafft. Ich meine ja. Ich habe gehört, dass die Orks auch Söldner dabei haben. Ist das richtig? Ja, das habe ich auch gehört. Es sollen sogar einige Schwarzmagier dabei sein. Genaueres ist mir aber nicht bekannt. Schwarzmagier? Ach du liebes Lieschen, sind Orks auch auf deinem Hof? Natürlich. Sind die Orks auch auf deinem Hof? Leider, und das nicht zum ersten Mal. Hört das denn nie auf? Die werden meinen Hof bestimmt auseinandernehmen, wenn die dort länger bleiben. Dann ist er sicher keine 3 Goldmünzen mehr wert, wenn man die Kerle doch nur irgendwie vertreiben könnte. Ja, was... Hey, du! Moment. Es wäre schwierig, okay. Was mich natürlich noch so ein bisschen wundert, wir haben jetzt natürlich eine neue Quest. Ork auf Lobards Hof, also Orks Bengars Hof, Orks auf den Bauernhöfen. Jetzt haben wir alle 4 Höfe sozusagen, wie es hier in diesem Eintrag steht, Lobard Arkelsee. Benga. Erreicht also die Leute, die dort arbeiten. Und bevor ich André Bericht erstatte, sollte ich außerdem Erfahrung bringen, ob die Bewohner der Bauernhöfe noch am Leben sind. Das heißt, ich müsste sozusagen wieder zu Lord André zurück und ihm Bericht erstatten. Das werde ich mal eben machen, glaube ich. Aber erstmal speichern. Und dann gucken, was ist hier noch so. Ach hier. Okay, ihr seid mir nicht böse, dass ich mal eure Schafsfälle mal eben mitnehme. Und und den Lederbeutel und den Rohstahl und die Truhe. Knacke. 1, 2, 3, 4. Genau, richtig. Wow, wieder ein paar Dietrichs hier. Das ist gut. Ach ja, hier. da ist. Also immer Alt drücken. Egal, welche Anzahl das ist. Jetzt muss ich mir das noch angewöhnen. Also auch nochmal hier. Wie in der letzten Folge schon gesagt. Herzlichen Dank. Hilda. Hallo. Ja, bitte? Sorry, ich muss lachen. Hast du was zu essen für mich? Tagediebe füttern wir hier nicht durch. Aha. Geh! Okay. Das war ja die, die auf dem Hof immer was kochen konnte, jeden Tag, wenn du ihr die Feldrüben gebracht hast. Das ist ein Bauer. Marlet haben wir schon gesprochen. Ja, dann fetze ich mal rüber zur Miliz, zu Lord André. Sage unserem Dandolo, warte auf mich. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am... Ja, das kennen wir. Pyramide, Flüchtlingslager, Onas Hof. Das ist klar. Vielleicht gibt es noch mehr. Nee, schade, leider nicht. Dann Milizlager. Onas Hof, das ist ja unten. Warte auf mich, ich muss auf ja, Onas Hof. Ja, na gut, ich muss ja schließlich zum... wo muss ich hin? Milizlager, da muss ich hin. Ja, jetzt muss er einrendern. Yep, okidoki. Wulfgar,
Hallo Wolfgang, für den König. Mal gucken, ob André was dazu sagen kann. Nein, kann er nicht. Sowas Dummes jetzt aber auch. Hier schwebt ein Silberkelch. Den nehme ich mal mit. Das heißt, ich muss wieder neu laden. Das werde ich auch machen. Sorry. Diese Sequenz bringt ja gar nichts. Deswegen machen wir für diese Folge mal ein bisschen Schlusslicht. Und werden mit Dandolo, der mir noch hoffentlich treu ergeben ist. Ich mach dich fertig. Was? Mora. Auf einmal. Als ob. Ich fass es nicht. Dandolo, hast du das gesehen? Krieg den Kohl nicht fett. Wo kommt denn der jetzt plötzlich her? Scheiße. Ich wollte doch gerade eben die Folge beenden. Das Schlusswort reden. Und dann auf einmal wird Rolands Leben beendet. Menno, Menno, Menno. So wollte ich das nicht. Oh Gott, der zieht gleich eine Armbrust. Mal ein bisschen Deckung nehmen hier. So, Dandolo ist wieder nur am Rumstehen und macht nichts. Bitte, bitte, geh kaputte. Na, los. Hallo. Hast du noch ein bisschen? Wow, okay, den haben wir dann erledigt. Leute, 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 so war das nicht geplant. Eine Krusch-Agasch. Danke, Dandolo, dass du mir echt total geholfen hast. Okay, in diesem Sinne, ich werde mal hier an dieser Stelle jetzt mal beenden. Es kann natürlich sein, dass noch ein paar Orkis auf uns lauern, aber das werden wir bei der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich herzlich für euer Zuschauen. Gebt mir einen Kommentar, Kommentare, einen Daumen und wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer David.